Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Hallo Mama, was ist denn los? Warum rufst du mich an? Hallo Mama, was ist denn los? Warum rufst du mich an? Daniel, du musst schnell ins Krankenhaus kommen. Deinem Opa geht es nicht gut. Er will unbedingt mit dir sprechen. Daniel, du musst schnell ins Krankenhaus kommen. Deinem Opa geht es nicht gut. Er will unbedingt mit dir sprechen. Ich komme sofort. Halte durch, Mama. Ich bin gleich da. Ich komme sofort. Halte durch, Mama. Ich bin gleich da. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und mein Opa schnell wieder gesund wird. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und mein Opa schnell wieder gesund wird. Mein Opa war für mich schon immer ein ganz besonderer Mensch. Von ihm konnte ich viel lernen und er hat mir immer geholfen, wenn ich ein Problem hatte. Mein Opa war für mich schon immer ein ganz besonderer Mensch. Von ihm konnte ich viel lernen und er hat mir immer geholfen, wenn ich ein Problem hatte. Hier ist das Krankenhaus. Ich muss schnell reingehen und meinen Opa finden. Hier ist das Krankenhaus. Ich muss schnell reingehen und meinen Opa finden. Hallo, ich muss schnell zu meinem Opa, Herr Schneider. Hallo, ich muss schnell zu meinem Opa, Herr Schneider. Und wer genau sind Sie? Und wer genau sind Sie? Ich bin sein Enkelsohn. Meine Mutter hat mich angerufen und mir gesagt, dass er unbedingt mit mir sprechen möchte. Ich bin sein Enkelsohn. Meine Mutter hat mich angerufen und mir gesagt, dass er unbedingt mit mir sprechen möchte. Verstehe. Ihr Opa liegt im Haus 3 in Zimmer 17. Sie können mit ihm sprechen. Verstehe. Ihr Opa liegt im Haus 3 in Zimmer 17. Sie können mit ihm sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo Mama, wie geht es Opa? Was ist denn passiert? Hallo Mama, wie geht es Opa? Was ist denn passiert? Opa hatte einen Herzinfarkt. Er ist sehr schwach und fühlt sich nicht gut. Er wollte unbedingt, dass du herkommst. Opa hatte einen Herzinfarkt. Er ist sehr schwach und fühlt sich nicht gut. Er wollte unbedingt, dass du herkommst. Oh nein, aber wird er wieder gesund? Oh nein, aber wird er wieder gesund? Das wissen wir noch nicht. Es kommt sehr stark auf die nächsten Stunden an. Auf jeden Fall bleibt er erstmal hier im Krankenhaus. Das wissen wir noch nicht. Es kommt sehr stark auf die nächsten Stunden an. Auf jeden Fall bleibt er erstmal hier im Krankenhaus. Danke, danke, dass du hergekommen bist, Daniel. Danke, dass du hergekommen bist, Daniel. Natürlich, Opa, für dich würde ich alles tun. Natürlich, Opa, für dich würde ich alles tun. Er wird jetzt erstmal in ein anderes Zimmer gebracht, dann kannst du mit ihm sprechen. Er wird jetzt erstmal in ein anderes Zimmer gebracht, dann kannst du mit ihm sprechen. Okay. Hallo Opa, wie geht es dir?
Du wolltest mit mir sprechen. Hallo Opa, wie geht es dir? Du wolltest mit mir sprechen. Hallo Daniel, mir geht es nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Hallo Daniel, mir geht es nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Bevor ich gehe, wollte ich noch mit dir sprechen. Ich bin schon seit vielen Jahren auf dieser Welt und habe viel gelernt. Das wollte ich dir weitergeben, damit du nicht die gleichen Fehler wie ich machst. Bevor ich gehe, wollte ich noch mit dir sprechen. Ich bin schon seit vielen Jahren auf dieser Welt und habe viel gelernt. Das wollte ich dir weitergeben, damit du nicht die gleichen Fehler wie ich machst. Sag so etwas nicht, Opa. Du wirst bestimmt wieder gesund. Sag so etwas nicht, Opa. Du wirst bestimmt wieder gesund. Es kann sein, ja. Aber wenn nicht, wollte ich dir noch 5 Ratschläge für dein Leben geben. Es kann sein, ja. Aber wenn nicht, wollte ich dir noch 5 Ratschläge für dein Leben geben. Ich höre dir zu, Opa. Ich höre dir zu, Opa. Verpass keine einzige Chance, Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Weißt du, manchmal passt es gerade nicht oder du bist viel beschäftigt, aber ich bereue nur die Tage, an denen ich keine Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Verpass keine einzige Chance, Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Weißt du, manchmal passt es gerade nicht oder du bist viel beschäftigt, aber ich bereue nur die Tage, an denen ich keine Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Das werde ich machen, Opa. Ich verspreche es. Das werde ich machen, Opa. Ich verspreche es. Außerdem möchte ich dir raten, deine Träume zu verwirklichen, solange du noch jung bist. Außerdem möchte ich dir noch raten, deine Träume zu verwirklichen, solange du noch jung bist. Wenn du älter wirst, kommen immer mehr Pflichten hinzu und die Reise, die du schon immer machen wolltest, oder das Land, das du schon immer besuchen wolltest, wird unwichtiger. Versuch alle deine Träume zu verwirklichen, solange du noch jung und frei bist. Wenn du älter wirst, kommen immer mehr Pflichten hinzu und die Reise, die du schon immer machen wolltest, oder das Land, das du schon immer besuchen wolltest, wird unwichtiger. Versuch alle deine Träume zu verwirklichen, solange du noch jung und frei bist. Ich werde gleich morgen damit anfangen. Ich werde gleich morgen damit anfangen. Den nächsten Rat, den ich dir geben möchte, ist, die Erinnerungen immer festzuhalten. Mach lieber ein Foto zu viel als zu wenig. Wenn du älter wirst, vergisst du viele Dinge, die du erlebt hast. Am besten, du schreibst ein Tagebuch, um dich auch in vielen Jahren noch an alles erinnern zu können. Den nächsten Rat, den ich dir geben möchte, ist, die Erinnerung immer festzuhalten. Mach lieber ein Foto zu viel als zu wenig. Wenn du älter wirst, vergisst du viele Dinge, die du erlebt hast. Am besten, du schreibst ein Tagebuch, um dich auch in vielen Jahren noch an alles erinnern zu können. Das ist wirklich ein guter Rat, Opa. Das ist wirklich ein guter Rat, Opa. Außerdem ist es wichtig, dass du lernst, die kleinen Dinge zu genießen. Der Abend mit der Familie oder das Treffen mit den Freunden sind alles Momente, die ich gerne noch einmal erleben möchte. Vergiss nie, dass unsere Zeit auf dieser Welt begrenzt ist. Außerdem ist es wichtig, dass du lernst, die kleinen Dinge zu genießen. Der Abend mit der Familie oder das Treffen mit den Freunden
sind alles Momente, die ich gerne noch einmal erleben möchte. Vergiss nie, dass unsere Zeit auf dieser Welt begrenzt ist. Das werde ich machen, Opa. Der letzte Rat, den ich dir geben möchte, ist, das Leben ein bisschen langsamer anzugehen. Geh nicht immer geradeaus. Halte ab und zu an und schaue dich um. Vielleicht siehst du ja etwas, das dir gefällt. Der letzte Rat, den ich dir geben möchte, ist, das Leben ein bisschen langsamer anzugehen. Geh nicht immer geradeaus. Halte ab und zu an und schau dich um. Vielleicht siehst du ja etwas, das dir gefällt. Ich werde es versuchen, Opa. Ich werde es versuchen, Opa. Hast du alles verstanden, mein Sohn? Hast du alles verstanden, mein Sohn? Ja, Opa, ich habe alles verstanden. Ja, Opa, ich habe alles verstanden. Sehr gut. Dann kann ich in Frieden gehen. Sehr gut. Dann kann ich in Frieden gehen. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!